Der Impfbus des Landes Steiermark macht heute in Kindberg Halt am Rathausplatz. Herr Bürgermeister, wie kommt man zum Impfbus? Ja, zuerst einmal Dank an die Landesregierung, die ja den Impfbus zur Verfügung stellt. Wir sind angeschrieben worden und haben dieses Angebot gerne angenommen. Unterstützt von der BH folgen wir allen Corona-Maßnahmen, die zum Gemeinwohl der Bevölkerung beitragen. Ich selbst bin ja schon zweimal geimpft, freue mich auf die dritte Impfung. Ich glaube, das bin ich meinen Mitbürgern auch schuldig. Ich habe sehr viel Kontakt und ich freue mich auch auf sehr viel Kontakt. Impfbus in Kindberg heute. Ihr wart vorher in St. Barbara. Wie war dort die Frequenz? Wie war der Andrang? Ja, also die Frequenz hat uns sehr gut gefallen. Unerwartet viel Menschen, also mehr als wir uns auf jeden Fall erwartet haben. Über 50 Menschen haben wir in St. Barbara impfen können und wir hoffen dementsprechend, dass wir in Kindberg auch einige impfen können. Waren die meisten Menschen das erste Mal oder das zweite Mal geimpft? Ja, die meisten davon waren zur Erstimpfung, also sind zur Erstimpfung aufgekreuzt und ein paar davon waren zur zweiten Impfung.